Ich freue mich jeden Tag, wenn ich hier in der Grimselwelt unterwegs sein darf, in diesen Bergen und auch gleichzeitig meinen Besuchern Natur ein bisschen näher bringen darf, auch Verbindung zwischen Wasserkraft und Natur. Ich bin Luzi Gartmann, seit 10 Jahren Besucherführer bei der Kraftwerk Oberhasli. Ein grosses Highlight ist immer wieder der Besuch der Kristallkluft. Und das zeigt mir, wie wichtig Partnerschaft mit der Natur ist. Wenn ich mit Besuchern unterwegs bin in den Kraftwerken, ist nicht nur Kraftwerkstechnik ein Thema, sondern Nachhaltigkeit, Ökologie, Politik. Alles das sind Themen, die immer wieder zur Sprache kommen und diskutiert werden. Das heisst, das gelbe Aggregat ist sowohl Elektromotor als auch Generator. Die weitaus meisten Führungen finden entweder in Hochdeutsch oder in Dialekt statt. Wenn du aber noch weitere Fremdsprache redest, dann wäre das sicher hilfreich für uns. Wenn jemand neu anfängt bei uns, dann kommt er sehr eine intensive Ausbildung über. Und ganz wichtig, wir haben einen Haufen Kolleginnen und Kollegen, wo man jederzeit kommen kann mit Fragen und sich informieren. Wenn dich die Arbeit als Besucherführerin oder als Besucherführer interessieren würde, wenn du auch Freude hast am Umgang mit Menschen und auch in den Sommermonaten 50% könntest arbeiten, dann könntest du auch gleich zu unserem Team gehören. Für die, die man den Anfang findet.